Hallo miteinander zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Wir spielen ein bisschen FIFA Ultimate Team und zwar spielen wir das wie folgt. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, dieses Jahr im FIFA kein einziger Franken oder kein einziger Rappen sogar, besser gesagt, auszugeben. Ich habe in den letzten paar Tagen mich regelmäßig in die Web-App eingeloggt, um die täglichen Belohnungen abzuholen. Dort hat es meistens ein paar Münzen gegeben. Habe dann meine Starterpacks geöffnet und habe jetzt mit Hilfe von diesen Münzen und den Starterpacks das Premier League Team zusammengestellt. Wir schauen uns das doch kurz mal schnell an. Das Premier League Team natürlich alles relativ schlechte Spieler. Dort vorne im Sturm da rein, das ist wohl der einzige richtig gute, den ich bis jetzt habe. So kann ich das anschauen. Da der Gabriel Jesus, den habe ich als. Dann in einem Starterpack drin gehabt und wenn ihr da seht, der ist untauschbar. Hätte ich den natürlich verkaufen können, hätte ich schon fast ausgesorgt gehabt für das Team, weil ich glaube, der ist doch immer noch 40.000 oder so wert ungefähr. Ich kann ihn leider nicht auf dem Transfermarkt anbieten, aber jetzt spielt er halt bei mir, ist doch auch nicht schlecht. Ich habe dann das Ziel, dass ich dann irgendwann auch noch eine zweite Mannschaft aufbaue, ja, nach Möglichkeit vielleicht ein Bundesliga-Team, wo ich dann nämlich ein bisschen zwischen den beiden Teams hin und her wechseln kann. Ihr seht da unten im Übrigen habe ich auch noch einen Inform-Spieler in den Startpacks drin. Also ich hatte eigentlich extrem Glück gehabt mit den Startpacks und auf der anderen Seite auch wiederum nicht Glück gehabt, weil natürlich, wenn ich die verkaufen könnte, würde das extrem viel bringen, aber wenn ihr ja sicher wisst, Startpacks sind nicht verkaufbar. Ihr werdet nicht allzu viel Gameplay im klassischen Sinn sehen, sondern ich werde einfach die Highlights einfach aneinander zusammenschneiden. Ich werde auch nicht reinquatschen in dem Ganzen, sondern einfach nur das Ganze zusammenschneiden, eigentlich sogar nur die Goal. Und da werden jetzt zahlreiche Matches also in den Parts gesehen sein. Am Schluss werde ich noch irgendetwas dazu sagen. Und ja, mal schauen, ob das bei euch ankommt oder nicht. Mal schauen, wie weit die überhaupt kommen, ohne Geld einzusetzen. Weil irgendwann gehen vielleicht auch die Verträge aus. Ich habe jetzt einmal noch Booster aktiviert, dass ich ein bisschen mehr Münzen kriege. Dass ich dann auch ja genug Münzen habe. Ich glaube, mit dem Team da spielen wir jetzt einmal fortan und bauen uns im Hintergrund ein Bundesliga-Team auf. Ich hoffe, das funktioniert. Und wir gehen zu dem ersten Spiel. Noble. Austin. Das könnte. Schöner Pass. Guter Steilpass. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. So dreckig geschossen, Torwart ohne Chance. Also wenn der Ball mit so viel Tempo dahin geht, dann ist er immer drin. Und läuft das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Gabriel Jesus. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und das ist der Doppelschlag. Sie treffen schon wieder. Das haben sie eiskalt gemacht und die Gegenspieler waren sicher auch noch nicht wieder voll da. Lallana. Ben Affa. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt die Chance. Da macht er ihn rein. Super, dieses Passspiel. Dieses Tor war natürlich perfekt ausgespielt. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Schlecht verteidigt, jetzt vielleicht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Leider ist er heute ein Unsicherheitsfaktor. Ein gebrauchter Tag für den Keeper. Brady. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt die Chance. Brady. Macht ihn. Ja, er macht ihn. Aus der Distanz war es leicht für ihn, das Tor zu machen.
Damit hätten wir also unser erstes Spiel gewonnen, doch ich muss eine kleine Anmerkung dazu machen. Das erste Spiel war eigentlich schon das zweite Spiel gewesen. Im ersten Spiel ist der Gegner nach rund 25 Spielminuten einfach mal rausgegangen. Ich weiß nicht warum. Es hat uns natürlich dann als Sieg gezählt. Darum nicht wundern, wenn es dann um das Thema Aufstieg da aus Liga 10 geht. Wir haben jetzt nach dem Spiel 1 schon 2 Siege auf dem Konto. Ich werde das künftig auch so machen, wenn es in einem Match so sein wird, dass ein Gegner rausgeht und es deshalb keine Torszene gibt. Werde ich das da dann auch im zwischen den Match erwähnen, dass der Match gsi ist. Und noch eine weitere Sache, das Ganze mit den Wiederholungen von der Goal und der Jubelszene, das werde ich amix Jubelszene künftig dann rausschneiden, sofern es der Kommentator zulässt. Wenn natürlich der Kommentator ein gescheites Sätzchen redet, dann lasse ich den Satz drin, auch wenn sich die Sätze natürlich immer wiederholen. Es ist dann trotzdem irgendwie auch doof, wenn ich den Satz einfach mit drin abschneiden würde. Darum werde ich es eben drin lassen. Und ansonsten rausschneiden und natürlich die Wiederholung kann ich auch nur drin lassen, wenn es der Gegner nicht wegskippt. Damit kommen wir jetzt schon zum zweiten Spiel und ich schwiege jetzt wieder. Seve. Brady. Austin. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, macht er den! Ein fantastischer Treffer! Super gemacht, sie sind in Führung gegangen. Stand, jetzt sind sie oben. Aber Wolf, noch nicht zurücklehnen, wir sind noch lange nicht am Ende. Das Tor macht der Captain, gute Aktion von ihm. Da schauen wir doch gerne noch mal drauf. Gabriel Jesus. Jetzt Gabriel Jesus! Der Pass, nichts zu halten hier. Sie bauen die Führung weiter aus und jetzt kann ihnen den Aufstieg kaum einer noch nehmen. Und wenn sie jetzt nicht komplett einbrechen, dann ist das der vorzeitige Aufstieg und das wäre natürlich ein toller Erfolg für den Club. Jack Wilshere am Ball. Aduriz am Ball. Das könnte die Chance werden. Luis Muriel. Und da klingelt es im Kasten. Da hat er überhaupt keine Probleme beim Abschuss aus kurzer Distanz. Ein super Comeback. Jetzt noch eins, dann sind sie wieder drin im Spiel. Tolle Moral in der Mannschaft. Jetzt scheint wieder alles möglich. Sehr guter Einsatz. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. So langsam wird es gefährlich. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Aduriz, brillant gemacht. Jetzt sieht es in Sachen vorzeitiger Aufstieg nicht mehr ganz so gut aus. Ja, wenn es bei diesem Unentschieden bleibt, dann wird es heute nicht klappen. Aber es ist nur ein Tor. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Austin, und er trifft. Sie liegen jetzt vorne und wenn es dabei bleibt, dann ist das der vorzeitige Aufstieg. Aber der Vorsprung mit einem Tor natürlich auch denkbar knapp. Die Nummer ist noch nicht durch. Das ist ein denkwürdiges Spiel, was wir hier miterleben dürfen. Und sie haben es gedreht. Der absolute Wahnsinn. Sie hatten die Köpfe immer oben, auch als sie weit zurücklagen. Eine überragende Moral, die sie hier an den Tag legen. Auch wenn ich nach dem letzten Spiel gesagt habe, ich quatsche nicht mehr zwischen ihnen, auch nach dem zweiten Match muss ich jetzt noch reinquatschen, wo wir jetzt auch wieder gewonnen haben. Und zwar wegen dem EA-Kommentator vor allem, muss ich da dazwischen quatschen, weil ich habe 2-0 geführt, dann war es 2-2 gewesen, am Schluss 3-2 gewonnen. Und beim 3-2 redet der Kommentator davon, als wäre ich 0-2 im Rückstand gewesen. Aber ja, EA und Kommentatoren, das ist ja schon immer sehr, sehr eine witzige Geschichte gewesen. Warum ich jetzt da auch noch zwischen ihnen gequatscht habe, ist, weil ich mir nach dem Match ein Bundesliga-Team aufgebaut, das ich jetzt gerade im nächsten Match einsetzen werde. Ihr seht das da jetzt im Hintergrund. Ich sage da eigentlich nichts dazu. Ihr könnt schnell selber anschauen, was für Spieler da so dabei sind. Und ja, wenn es euch nicht langt, was ich jetzt euch da eingeblendet habe, drücken einfach schnell auf Pause. Also respektive gehen wir mal zurück und drücken auf Pause. Jetzt kommt nämlich Spiel 3. Das könnte die Chance werden. Kagawa. Kagawa! Ein unfassbares Tor. Nach diesem Treffer liegen sie ein Tor zurück. So langsam müssen sie sich was einfallen lassen.
Sie brauchen hier heute einen Sieg, um den Titel klarzumachen. Jetzt also alles nach vorne. Es müssen zwei Tore her. Den hat er gut platziert. Super gemacht, Buschi. Kann man wohl sagen, Wolf. Mit ganz wenig Kraft und viel Gefühl versenkt. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Zwei Tore brauchen sie, wenn sie heute den Titel sichern wollen. Sieht im Moment nicht danach aus, Buschi. Coman. Trifft er, ja, drin, Tor. Heute läuft nicht viel zusammen bei Ihnen. Der Rückstand ist doch ziemlich deutlich. Die Titelfeier müssen Sie damit wohl verschieben. Schwer zu glauben, dass Sie hier noch das ganz große Comeback starten. Gonzalo Castro jetzt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Unaufhaltsam. Kagawa. Und Tor, den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Es gibt Einwurf. Lallana am Ball. Da ist die Hereingabe. Ja, da können sie nicht entscheidend klären. Klassen! Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Jungmin Son. Roberto Firmino! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und nun Pedro. Pedro mit dem Pass jetzt. Gute Aktion. Und jetzt die Chance. Der Pass! Nichts zu halten hier! Der Ball geht flach ins Tor. Da konnte der Torhüter nichts machen. Und Juan Mata. Das könnte die Chance werden. Da zieht er ab. Phänomenal. Ohne Worte. Den schiebt er flach rein. Ganz überlegt. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal. Hauptsache der Ball passt. Gastgeber heute starten. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld. Vitolo, so wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Wird das eine Torchance? Cordoba. Bobadilla. Was für ein Tor! Gucke da, sieht doch wieder ein bisschen freundlicher aus. Sie sind zurück in diesem Spiel. Jetzt ist es dann plötzlich wieder nur ein Tor, um hier den Titelgewinn zu feiern. Sie werden jetzt alles dran setzen, nachzulegen. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Ibrahima Traoré. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt wird's gefährlich. Ball kommt weit. Gibt's jetzt. Da macht er ihn rein. Und dieser Führungstreffer war vielleicht schon der Titel. Wenn Sie das Ergebnis halten, dann haben Sie es geschafft. Und der Treffer hier vom Captain. Da übernimmt er die Verantwortung und ist selbst erfolgreich. So musst du als Kapitän auftreten. Mit dem Sieg haben wir es also in Liga 9 geschafft und wir sind jetzt auch gerade am Ende von dem Part angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen gegen oben da, wenn es euch gefallen hat, oder schreiben wir in die Kommentare rein, was jetzt nicht gut war. Mir hat persönlich jetzt sehr viel Spass gemacht, um da die Goal nochmal anzuschauen, auch wenn wir zwei Niederlagen im Part drin haben. Immerhin drei Siege, zwei Niederlagen ist doch gar nicht einmal schlecht für mich als FIFA-Noob. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich eigentlich in dem Game so alles mache. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, eben Daumen gegen oben. Und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Bis dahin, tschüss miteinander.